Hey Leute, was geht? Heute geht es noch einmal um das uns sehr bald erwartende Ill-Gotten Gains Update und heute beziehe ich mich eher um einen bestimmten Screenshot. Und zwar geht es nämlich um die Waffe, die uns nämlich in dem Spiel erwarten wird, und zwar um die Einsatz-PDW, nämlich die Personal Defense Weapon. Auf den ersten Blick erscheint diese Waffe ja eigentlich als ganz normale Waffe, die irgendwie überhaupt unscheinbar wirkt und eher so wie eine ganz normale Waffe wirkt, die man sonst in jedem GTA Online Update erhalten würde. Allerdings, wenn man in dem Bild ein wenig ranzoomt, dann erkennt man dort nämlich ein Logo, und zwar ist es das Logo, wo drauf steht Coil. Und ich weiß zwar, dass den meisten von euch dieses Logo bzw. diese Marke Coil überhaupt nichts sagen wird, allerdings merkt man dann, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dass Coil eine fiktive Automarke in GTA 5 ist, die ausschließlich dann Autos produzieren, und diese Autos sind alle mit Elektromotoren betrieben, und das heißt also, dass sich die Marke Coil absolut darauf fixiert, nur elektronische Produkte bzw. Elektroautos herzustellen, wie zum Beispiel den Coil Voltic. Und da stellt sich jetzt eigentlich die Frage, wenn Coil nämlich eine Marke ist, die eigentlich nur Elektroautos herstellt und eben nur Produkte herstellt, die absolut elektronisch funktionieren, was kann das Ganze damit auf sich haben, dass sie jetzt auch noch eine Waffe herstellen? Und ich vermute persönlich, dass diese Waffe auch irgendwie elektronisch betrieben ist. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie und wie man sich das Ganze vorstellen kann, ob das Ganze eine Laserkanone ist oder sonst irgendetwas, wie wir das mal bei der Railgun hatten, die dann durch Elektromagnetismus einfach alles in Schutt und Asche geschossen hat. Diese Waffe war allerdings so overpowered, dass sie dann nicht in den Online-Modus gekommen ist. Und ebenfalls als andere Elektrowaffe hatten wir ja noch den Taser, und da stellt sich einfach bei mir die Frage, was kann es dann mit dieser Waffe, die uns dann im Ill-Gotten Gains Update erwarten wird, auf sich haben? Ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, wenn das Update rauskommt, was es mit dieser Waffe auf sich hat, ob es dann wirklich eine, sag ich mal, Elektrowaffe ist, die irgendwelche Laserstrahlen abfeuert oder irgendetwas anderes mit Elektronik zu tun hat. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, das wäre dann natürlich eine ganz besondere Waffe, die es dann auch endlich mal in den Online-Modus schaffen könnte, und ich würde mich einfach extrem freuen, wenn es eine solche besondere Waffe dann tatsächlich in den Online-Modus durch dieses Update schaffen könnte. Aber mich würde einfach mal eure Meinung dazu interessieren, was stellt ihr euch unter dieser Waffe vor? Denkt ihr auch, dass diese irgendwie elektronisch betrieben ist und dann mit Laserstrahlen oder sonst irgendetwas abfeuert, denn diese Waffe heißt ja Personal Defense Weapon und das heißt ja nichts anderes als eine Waffe, mit der man sich verteidigen kann, genauso wie es mit dem Taser war. Man hat dann eben Leute getasert und diese dadurch nicht umgebracht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Waffe wäre, mit der man, sage ich, eben Dauerfeuer dann Leute tasern könnte. Aber auf jeden Fall würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Schreibt eure Meinung einfach dazu direkt in die Kommentare, was ihr euch von dieser Waffe erwartet. Und ich würde einfach mal sagen, das war's dann auch schon von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao!